Ja, moin moin ihr Lieben, hier ist Matsu Hake von Faro Gaming und herzlich willkommen in dem zweiten Part von Layers. Da wo wir letztens aufgehört haben, machen wir natürlich jetzt auch heute weiter. Und nach dem Intro geht's sofort los und wir hauen sofort wieder in die Horrorshow rein und lasst es, also genießt es, mehr gesagt. Bis gleich. Joa, so. Okay, jetzt sind wir hier in der großen, ich würde sagen, ja, mal Halle oder sowas. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Mal gucken, ob wir da nicht einen Zettel. I have a new scent. Less flashy this time. You were right. It works better. I can't wait for this opening. I've never dreamed of making art together with you. Here we are. Okay. Also sie hat sich auf jeden Fall ein neues Set gekauft. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, der Boden sieht nicht mehr ganz so toll aus, finde ich. Okay, hier steht... Hä? Hier steht nur ein Bilderrahmen. Nee, 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 nee. Nee. Da steht... Da steht ein Bild. Da steht auch noch ein leerer Bilderer. Okay. Okay, da steht ein Bild. Okay, wir gehen erst... Okay. Der Bildraum ist auch leer. Okay. Huh, der Rätsel ist... Was ist das für ein... Okay, wir könnten... Hallo? Okay, da liegt ein Schlüssel. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Easy. Warum regnet das jetzt... Wow! Also, ohne Scherz, da stellen sie glatt meine Haare auf, du. Junge, Junge, Junge. Oh, es ist kalt in dem Raum, aber wirklich. Gänseäppel. Am ganzen Körper. Junge, Junge, Junge. Holy. Okay, ich glaube, wenn wir durch das Bild gucken, kommt da eine Tür. Werde ich mit euch. Da kommt auf jeden Fall jetzt eine Tür. Aber das sieht. Will this storm ever run out of rain? Geht dieser Sturm halt dem Regen, der Regen aus? Hm, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay. Okay. Okay, weiter geht's. Ab geht die Fahrt. Ja, wir müssen gucken. Hier gibt es wieder einen Liebesbrief von... Ah, da liegt was. Hopp, Zettel mitgenommen. Da ist Lea. Und der Liebesbrief. Wie können zwei Menschen, die sich einst geliebt haben, so voll, so profund, driften so weit weg? Und hochgradig geliebt haben. Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schleicht nur noch in seinem Arbeitszimmer hin und her. Okay. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. Miss the look he gave me the other day. Okay. That pathetic, hurtful look. Oh, neulich angesehen hat. Of shame, guilt, and repulsion. Eine Mischung aus Scham, Schlaf. Okay, okay, okay. Hey. Hallo? Okay, das. Huha. Das ist jetzt echt ein bisschen. Also jetzt. Wird...
Da ist jemand aus dem Gemälde gekommen. Barfuß. Okay. Hoho. Kann nur noch besser werden. Tür zu. Nein, wir machen die Tür nicht auf. Wir machen die Tür nicht auf. Okay, wir gehen weiter. Watch him drown. Mann, ey. Und da läuft sie wieder rein, okay. Okay. Puh. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Okay, da gab's Ärger mit den Nachbarn, finde ich. Okay. My home is my castle. Mein Zuhause ist mein Schloss. I am safe. Eingeschlossen bin ich sicher. Okay. Auch abgeschlossen. Hallo? Nee, richtig zumachen die Tür. Okay, da steht. Was befeuert meine Leidenschaft? Okay. Okay, ist auch cool, dass hier das Fenster auf ist. Okay, hier ist auch das Fenster auf. Hä? Das ist doch... Der Raum ist doch wieder identisch. Okay. Drehe dich im Kreis. Nee, ich drehe mich im Kreis. Okay. Okay. Puh. Okay, da kommen immer mehr Brüche dazu, oder was? Nee, er dreht sich immer noch im Kreis. Aber hier ist das Bild weg und die Farbe weg auf dem Fußboden. Dort ist wieder was Neues. Okay, hier ist die Farbe, hier ist die Buddel. Ich glaube, die Buddel müssen wir mitnehmen. Okay, jetzt müssen wir wieder... Okay. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Okay. Gut. Okay. Okay, was passiert hier gerade? Body bombers. Feeding on me, driving me insane. Too fast to cut out. Oh. Also da stellen sich glatt die Nackenhaare gerade zu Berge bei mir. Boah. Okay. Wir gehen rein. Wir machen die Tür zu. Okay, ja, er lagert erstmal Fisch. I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it.
Okay, nichts drin. Aus dem Wasser. Ja, Gemälde sieht gut aus. Finde ich schön. Können wir nichts tun? Oh doch, Licht ist an. Okay, also das Bild ist... nee. Gut, okay, wir haben dort Licht angemacht und haben dort ein Futter gefunden. Abgeschlossen. Also müssen wir doch dort wieder rein. Der Fisch, der lebt noch. Hab ich gerade gesehen, die hat noch gesabbelt. Der zappelt da. Oh, der zappelt auch noch. Okay, das ist jetzt. Aus dem Wasser. Okay, ja, aber hier können wir. Okay, Licht können wir. Können wir nicht wieder aufmachen. Okay, aber hier, wir haben. Also hier haben wir nichts weiter, was wir jetzt nutzen könnten, glaube ich. So, und die Tür ist ja abgeschlossen. So, tja. Aus dem Wasser. Also das Rätsel ist relativ hart. So, hier gibt's nichts drin. Hier gibt's einen zappelnden Fisch. Den können wir mal nicht nehmen. Wir können hier gar nichts nehmen eigentlich, finde ich. Das ist gerade so das Problemkind. Außer, dass hier lauter Fische liegen auf der Erde immer. Tür zu. Also das war eben noch nicht da. Und die ganzen Fische, die da liegen, die waren ja auch noch nie da. Okay, wir krabbeln durch. Komm wieder raus, ey. Das ist so... Ach du... Today, while entirely worthless in artistic terms, might be an invaluable case study for psychologists. These harsh words came from none other than Jason Hughes. The famed critic was one of the first to appreciate the works of, and whose praise once contributed to his first spectacular success. Okay, also da geht's um den Künstler. Damit hätten wir das Bild vollständig. Okay, hier gibt's. In an unexpected experimental streak in his usually perfekter Vereinigung verbunden. Okay. Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition in his gallery. Ein unerwartetes Experiment für freudige Eröffnungsfeier. Eieieiei. Okay. Quote, for us, this is not only an exhibition. This is how we want to live our life. Music accompanies my paintings. Just as she will accompany me in the future. It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set. Okay. Nein, hier ist heute keiner. Bitte nicht. Okay, ich glaube dann. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. Allein, so, so.
nehmen wir es mal mit. Könnten wir gebrauchen. Okay, jetzt müssen wir doch in den Keller. Das passt mir ja gar nicht. Licht an. Vorsicht. Ich habe eine Verpflichtung. Beende es. Vorsicht. Hier kam noch was aufgeblitzt. Okay. Bleib weg. Sie ist nah. Watch out. Okay. Vorsicht. Hallo? Okay, das ist echt. Kann mal einer Licht anmachen, bitte? Wo bist du? Oh nee, raus hier. Oh Gott, was ist das? Nee, keine Äpfel. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Okay. Die Tür war aber vorhin auf. Medikamente. Das war der Zettel, den haben wir schon gelesen. Okay. Ich glaube, ja. Hier waren wir noch nicht. Okay, hier läuft Musik. Hier läuft schon mal Musik. Hier gibt es nichts. Okay. Dann könnten wir hier rum. Auch nicht. Okay, dann sind wir. Da gibt es doch nicht was. Das ist ein Zeugnis. Hallo? Okay, keiner da. Also im Keller gibt's jetzt nichts, was man
braucht oder benötigt. Oder haben wir jetzt was übersehen? Ja, so, gut, also übersehen haben wir hier nichts. Hier steht eine Tür. Okay. Gut, dann könnten wir erstmal wieder aus diesem Kellerloch verschwinden. Gut, das heißt also, wir haben irgendein Porzellanstück oder irgendwas anderes. Okay, das sieht jetzt alles. Sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. 23. Mai. Ah, das haben wir schon gelesen, ne? Genau, das haben wir ja, das haben wir schon gelesen und das haben wir auch schon gesehen, das Bild. Okay, sieht nicht aufgeräumter aus, finde ich jetzt. Okay, die Dinger sind immer noch abgeschlossen, ja. Aber da ist der Vorhang vor. Da haben wir die Hand. Das ist ja privat, das Ding. Okay, okay, okay. Gut. Jetzt ist die große Rätselfrage, wo können wir das Bild einfügen? Oder wo muss das Bild hin? Das ist jetzt die große, große Rätselfrage, die wir jetzt hier, die wir uns jetzt hier stellen. Kinderschuh. Och Gott, ist das niedlich. Das Maulkorb. Okay. Okay, da war die Küche. Dort war das, dort war das. Das ist eine Uhr. Okay. Ah ja, das war ja die Abstellkammer. Okay, 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 okay. Gut, dann wollen wir dort drinnen, Den könnten wir ja mal nach oben flitzen. Mal gucken. Also da ist das Klavier schon wieder offen. Da ist die weiße Tür weg. Okay. Okay, wer spielt hier Klavier? Was soll das? Okay, das ist noch abgeschlossen. Das ist der Ring. Das ist der... Okay, puh. Nee, hier fehlen überall Bilder, aber... Ich habe halt keine Ahnung, weil ich habe jetzt das vollständige Bild gesammelt. Aber ich weiß nicht, wo ich es hinhängen könnte oder hingeben sollte. Was ist das? Der Rotkäppchen und der Wolf. Okay. 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 Alles klar. Ja, gut. Ja. Super. Super. Braucht man. Also muss man gesehen haben. Braucht man auf jeden Fall. Meiner Meinung nach. So, wir können hier nochmal reingucken. Nicht, dass hier noch was drin ist. Eine Schränke. Was wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Nein, nichts drin. Okay, dann könnten wir hier nach rechts oder nach links gehen, je nachdem. Okay, da ist immer noch abgeschlossen. Okay. Also hier haben wir auch keinen Schlüssel gefunden, glaube ich. Bei der, ne? Bei der. Da liegt aber noch ein Bild. Okay, stecken wir erstmal ein, würde ich sagen. Da ist nichts drin. Okay, da oben war die Babyrassel. Das ist selbstverständlich. Das haben wir schon.
Okay, auch nichts. Okay. Tja, wo kommt jetzt dieses Gemälde und wo kommt diese Porzellanpuppe her? Also das ist hier das Schlafzimmer und dort kommen wir ja auch nicht rein. Dort ist zu. Might not be a household name yet. Das Gesicht der Opa, okay. Oh, die Mucke ist aber laut jetzt. Okay, da fehlt der Spiegel. Da fehlt der komplette Spiegel. Okay, da fehlt immer noch ein Teil Spiegel. Sorry. Entschuldige, ich konnte nicht schlafen. Bitte verzeih mir. Ich dachte mir, ich könnte noch etwas arbeiten. Jawohl. Okay, mir fehlen aber immer noch Spiegelstücke. Also der Spiegel ist noch nicht heil. Da haben wir noch ein Spiegelstück. Damit ist er aber trotzdem noch nicht heil. Also hier muss es auf jeden Fall noch ein Spiegelstück geben. Irgendwo muss hier noch eins rumliegen. Da war das Buch von ihm. Okay. Okay, wo ist das andere Spiegelstück? Also wir bräuchten ja jetzt noch ein Spiegelstück. Okay, ja, Klavier brauchen wir nicht spielen. Können wir nicht, brauchen wir nicht. So, die Frage ist, wo liegt jetzt dieses andere Stück? Ja, ich nenne es mal liebevoll das Spiegelstück. Liegt es in dem Zimmer oder liegt es nicht in dem Zimmer oder liegt es woanders, in einem anderen Zimmer? Das ist jetzt die große Rätselfrage. Also bei hier in dem Zimmer glaube ich nicht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier irgendwo liegen sollte. So, und drüben im Schlafzimmer haben wir ja jetzt auch alles abgesucht soweit. Ich kann mich hier natürlich täuschen, muss ich dazu sagen. Been working all night. Das stimmt, er hat ja die ganze Nacht gearbeitet. Also es fehlt auf jeden Fall noch ein Spiegel. Also auf jeden Fall fehlt noch was. Das ist schon mal Fakko. Ja, es ist ein Buch hier. So, hier gibt's nichts, hier gibt's nichts, hier gibt's nur die Krücke. Denn da ist kein Spiegeldings drin. Die Schranktür können wir auch nicht aufmachen. Da ist es. Unten auf Edelachs, okay. Do you see me? Okay. Kannst du mich sehen? Nein. Kann ich nicht. Okay, aber warum? Jetzt überall dunkel. Okay, das ist. Okay, das ist jetzt hart. Muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Wenn hier überall das Licht ausfällt, dann muss das doch irgendwas zu bedeuten haben, oder?
gibt's nicht. Hier gibt's nicht viel. Hier gibt es seine Rollbandage und sein Krückstock. Mehr nicht. Und die sind dann weggebrannt. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier wieder raus. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Hier drüben geht's nicht weiter. Okay, und ich glaube, hier drüben war die Tür auch noch zugeschlossen. Yep. Okay. Ich glaube, den gehen wir mal wieder runter. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, stand hier vorhin auch schon eine Lampe im Bad. Okay, man kann schon mal spülen. Das ist schon mal viel wert. Da läuft immer noch das Wasser. Hat sich nicht großartig verändert. Wasser läuft immer noch. Nö, hat sich nicht verändert. Okay. Okay, das war ja der Keller. Da waren wir ja schon. Okay, hier gibt es so weiter nichts zu sehen. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Also. Gut. Das war jetzt die Kack. Okay, müssen wir alles gucken hier. Also irgendwo müssen wir ja die... Okay, also das ist... Also dieses Haus ist kurios komisch. Da steht schon wieder dieses Paprikapulver. Das stand vorhin nicht. Okay, also wir waren vorhin im Keller, Okay, hier gibt es dieses... Also die ganzen Mäuse fallen weg. Das ist komisch. Die waren vorhin hier drinne. Mäuse fallen, ja. Die waren vorhin hier unten alle drinne. Okay. So, da sind wir rausgekommen. Wir könnten hier nochmal... Ja, wo wird das Gemälde und wo wird dieses Porzellan-Ding oder was wir da hatten? Wo... Aber hier war doch nichts. Hier waren wir doch. Oder? Hier waren wir doch. Hier war nicht allzu viel bis gar nichts eigentlich. Außer so eine Kopfstatue. So, und benutzen konnten wir hier unten auch regulär nichts Richtiges. Also hier konnten wir nichts benutzen. Hier haben wir nachher vorhin irgendwas gefunden. Hier liegt ein umgedrehter Tisch. Hier liegt eine Bar. Okay. Wir haben erstmal mit unserem dicken Bauch hier die Vase weggestoßen. Das ist eine Glasscheibe. Okay. Gut, der Wasserhahn ist tot. Wasserhahn so schnell bestellt im Haus. Gut. Zum Glück, wir haben noch Strom. Zur Koffe, die
Okay, also dort waren wir. So, wir hätten jetzt ja alles durch. Außer die schreiende Frau. Die haben wir einfach mal eiskalt ignoriert, finde ich. Okay, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht rein. Dort ist dort. Das muss oben bei denen im Zimmer weitergehen. Sonst anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir waren ja jetzt hier bei ihm drinne, haben dort alles durchsucht, was es zu durchsuchen gab. Wo wir den Telefonhörer gefunden haben, genau drüben die Waffe. In den Schränken war nichts drinne. Ne, dort war nichts drinne. So, bei der im Kinderzimmer auch nicht. So, hier war die Tür ja immer noch abgeschlossen, genau. Und hier geht wieder Licht. Und der Spiegel ist heil. Hallo? Der Spiegel hängt da drinne. Okay, aber hier gibt es nichts. Hier gibt es nur eine Geige, die wir mitnehmen hätten können. Ansonsten gibt es hier nur wieder, wie gesagt, das Buch, die Mullbinde und den Stock. Mehr gibt es hier nicht. Und hat diesen Zettel. Mit der Oper. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sehen, finde ich. So, und das ist das Bett. Das ist jetzt kurios. Wenn ich wenigstens wüsste, wo das Stück von der Puppe hin müsste oder halt von etwas anderem. Das wäre natürlich cool. So, dort gibt es ein Notenblatt. Puff, zu. Okay, also wenn man das Notenblatt in die Hand nimmt, fällt das Ding zu. Das ist kurios. Aber was verändert sich dort mit, wenn man... Nichts. Außer, dass das Gemälde ein bisschen komisch aussieht, aber ansonsten, ja, da dort liegt eine Waffe. Die kennen wir ja schon. Da liegt noch eine Notiz. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Es tut mir leid, ich mache mich wieder. Ich mache wieder gut, heute Nacht geht es um dich und mich. Lass uns etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen. Oh yeah, du hast es versprochen. Da musst du es auch einhalten. Gut. Die haben wir vorher gar nicht gesehen. Ja, wo kann ich das wunderschöne Gemälde denn hinhängen? Die ist immer noch abgeschlossen. Und hier gibt es nichts. Das ist das Problem, was ich habe. Hier gibt's nichts. Gibt's den Hund hier, Fridolin? Die Puppen. Oh, mit den Puppen, Alter. Das ist echt so ein Ding hier, so Puppen mit so Lifestyle. So, hier oben kommen wir jetzt auch nicht so weiter. So. Das mit dem Spiegel, das... Okay, unten gibt es ja auch nichts Großartiges. Also wir haben ja dort das Badewasser. Wasser, Dusche, der Zettel. Hier drüben haben wir das Arbeitszimmer und das ist das, was ich nicht verstehe. Oh.
Okay, was sollen wir malen? Okay. Bisschen komisch, was der da gerade gemalt hat, finde ich. Okay. Gibt es immer noch nicht zu sehen. Die Zettel hatten wir schon. Jetzt ist das Fach auf. Okay. First, I looked for a canvas. Das ist schon wieder was. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. It's creepy. Das ist ja die, die wir hatten. Genau, das Bild haben wir darauf gemacht. Moths drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair or hate. Okay, also der Raum an sich ist, glaube ich, der Raum, was man so findet. Also das, was man so findet, kommt in diesen Raum, weil wir hatten den Zettel dort in der Hand und diese Zettel in der Hand, sowie auch das Parfüm hatten wir in der Hand. Und unsere, ja, unser Stück. Okay, schon wieder alles anders. Boah, echt jetzt? Oh, Kündigungsmitteilung. Ich trete hiermit von Dienstmädchen in zurück. Okay, warum? Okay, das ist jetzt. Okay, das Bild hat sich gerade verändert. Wieder einmal. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du hast die ganze Nacht geschwitzt, gezittert. Und jetzt hast du... Okay. Also er hat sich weggeschlossen die ganze Nacht wieder mal. In seinem... Knall die Tür zu. Ja, wie gesagt, er hat sich die ganze Nacht eingeschlossen. Als wäre ich ein Trinker. Kann man so oder so sehen, ne, würde ich sagen. You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Wow. Okay. Jetzt ist die Tür schon offen. Don't push me away. Warum? Hallo? Kommen wir nicht weiter. Ich gehe nicht in den dunklen Raum. Das geht nicht drin. Suddenly everything I've... Oh, meine Pfeife. Okay, hier hängt aber irgendwas an der Tür hier mit mir. Das ist mein Haus. Du kannst mich nicht länger einschließen. Wenn du so viel Angst vor Feuer hast, wie kannst du denn die Fluchtwege versperren? Okay, das ist abgeschlossen. Paprikapulver? Hatten wir doch oben in der Küche. Vorhin. Okay, aber ich glaube, wir müssen... Ich weiß nicht, wollen wir doch da reingehen? Einmal gucken? Oder wollen wir es lieber sein lassen? Also ich weiß nicht. Wow.
Gehackte Mäuse, grob geschnitten, knusprige Kadaver, hungrig. Hunger mich aus, ständig krank. Okay, nehmen wir mit. Sieht schon mal sehr interessant aus. Hallo? I keep the fire, 'cause I'm freezing, for God's sake. Okay. Okay, jetzt. Hä? Okay, 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 ganz ruhig. Also ich bin hier im Drängen gegangen. Hab hier durchgeguckt. Bin dann hier wieder rausgegangen. Und bin dort wieder rausgekommen. Okay, das ist mir zu viel. Okay, dann würde ich sagen, okay, warte mal, warte mal. Das ist komisch. Okay, ist abgeschlossen. Aber warum ist da ein Fahrstuhl? Okay, wir fahren. Die Tür war nicht richtig zu. Aber wo fahren wir hin? Okay, da war jemand. Okay. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, abgeschlossen. Here are the calculations you asked for. 10 KW pro Zimmer. You need to also include the cost of lamps for every room. Okay. Der Buchhalter. Wie viel kostet? Sie hat Angst vor Feuer. Wir werden Strom haben und fertig. Okay. Ja, bleib ruhig. Okay, also wir könnten. Okay, gibt schon mal wieder mehr ein Puzzlestück hier. Okay, das ist ein Zeitungsartikel. Und komisch ist. Ich glaube, da können wir durchgehen. Also das nehmen wir mal mit. Also diese Teile nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, sie spielt hier. Oh. Okay. Das wollte ich nicht. Tür zu. Ach, das haben wir ja schon gehabt. Beende es, finish it. Okay, da war abgeschlossen.
Hallo, einer zu Hause? Okay, also das Haus ist ja mal riesengroß. Okay, sie geht da lang. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh, da fallen die Bilder von der Wand, da kommen Fußspuren auf der Erde. Das ist ja creepy hier. Hallo? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also, ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Und ich weiß nicht warum. Das kann ja denn nur tot durchgehen. Warte, hier sieht es schön aus. Hier bleibe ich. Hier schön hell. Immer noch nicht dort drin. Eine Haarbürste, okay. Okay, hier ist ein Bild von der Wand gefallen. Mäuse, kahle, blutige Stellen in den Haaren. Okay. Okay, das, dort ist abgeschlossen. Ne, hier so weiter finde ich nichts. Also müssen wir doch dort lang. Okay. Okay, wir können. Okay, nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir gehen. Eigentlich rot heißt es. Okay. Alles cool. Alles cool. Ganz ruhig. Huh. Alter, warte. Oh. Echt jetzt? Nehmen wir mit. Eine rote Lampe ist so. Sollten wir nicht durchgehen. Okay, hier ist eine Sackgasse. Okay. Okay. Alles gut. I always loved painting blood. Is this the right door for you? Ich glaube, ich kenne den Weg. Canvas crawlers, massive pulsating fur, poison to paint. Okay, hier brennt's auf jeden Fall. Okay, sag.
Okay, das Problem ist, wir kommen hier nicht durch. Und hier gibt es auch keinen Schlüssel, glaube ich. Okay, wir müssen nach oben. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Okay, in die Richtung geht's. Okay, kommen wir nicht wieder runter. Das ist schlecht. Okay, wir brauchen noch eine Kerze. Um die denn dort drauf zu stellen, oder wie? Okay, da, dort ist die Kerze, okay. Okay, ja, ist doch gut, ja, okay. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Okay, was ist das? Okay. Seit dem letzten Brief sind einige Dinge noch schlimmer geworden. Erst gestern brach der Hocker unter mir zusammen. Meine Tasse klebt am Küchentisch fest. Wir brauchen neue Bedienstete. Okay. Ja, die werdet ihr wohl brauchen, ne? Würde ich sagen. Okay. Ich glaube immer noch, das war der falsche Weg. Okay, das ist Bücherregal umgefallen. Why can't you understand? I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time. Okay, abgeschlossen, abgeschlossen. I thought it would be harder. Eine Säge. It should be harder. Bones shouldn't break so. Okay, hat er jetzt einen massakriert hier oder was? Dort ist die Tür auch gegangen. Okay, wo sind wir hier? Okay. Ganz cool. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Okay. Okay, ich glaube, wir gehen hier lang, wo die Farbe ist. Okay, ein Plattenspieler ist immer schön. Leg mal eine Platte auf, bitte.
Genau, hau mal an den Chronographen. Schön auf Start. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hier gerade sind. Okay, das ist abgeschlossen. Und das ist Schlüssel. Die Knochen? Okay. Honey, what in the world are you? Okay, die Geige auch mitgenommen. Okay, ein paar Weinflaschen. Passwörter. Okay, aber das Zimmer sieht ganz, ganz anders aus. Wie vorher, finde ich. Okay, wo sind wir denn? Wir haben das Bild aber noch nicht fertig. Das ist das Problem. Uns fehlt genau einer. Also das heißt, uns fehlt genau ein so ein Ding. Fehlt uns jetzt. Ja, toll. Supi. Ja. Tja. Problem ist, wir kommen nicht zurück. Uns fehlt genau ein Bild. Also ein Bildteil fehlt uns noch, genau. Tja, gute Frage. Hast selbst jetzt verloren. Allein du verdienst es, ein Grab für dich. Ja. Ja, haben wir nicht. Oder er malt jetzt einfach. Und dann gucken wir, was rauskommt. Okay, das ist ja ein schönes Bild. Ja, somit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt heute mal wieder von diesem Part. Dort oben werde ich euch natürlich die Playlist verlinken und dort unten werdet ihr das letzte Video von Layers finden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bedanke mich eigentlich dafür, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir sehen uns, haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Der Horror geht weiter.